Okay, wir können wieder gegen Türme vorgehen. Nein, können wir nicht. Das war immer noch nicht die Munition, die wir brauchen. Welche brauchen wir denn dann, verdammt? Okay, wir nehmen auf jeden Fall wieder unser Plasmagewehr. Plasmagewehr. Fürs Lasergewehr haben wir Munition ohne Ende. Okay. Wir brauchen also Energiezellen. Ja, 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 ich weiß. Ihr seid total overpowered und so. Lass mich dann. Verrecke, verrecke. Das ist gerade ehrlich schwer, finde ich. Hier durchzukommen. Ja, 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 ja. Lauf mir entgegen. Such deine Waffe. Lauf doch weg, du Feigling. Solange ihr euch nicht heilt, ist mir das egal. Ja, komm, stell dich mir in den Weg, damit ich dich wieder ganz kaputt machen kann. So, kurz hier verstecken. Heilen. Ja, lass deine Waffe fallen. Nein, du hebst ihn nicht wieder auf. Ja, klau dir sein Plasmagewehr. Dürfte eh fast kaputt sein. Ach, er kam doch nicht. Wo schießt der hin? Stirb einfach. Stirb einfach. Tu mir den Gefallen. Bitte, bitte, bitte. Wieder einer weniger. Ich habe das Gefühl, wir haben Unterstützung bekommen von der Bruderschaft. Tatsache. Okay. Ah, verdammt. Wie gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe. Ich wollte gerade Medikits nehmen. Okay, weiter. Lad. Du sollst laden. Okay, nochmal. Wieso schießt das Plasmagewehr jetzt 10 mal so schnell wie vorher? Muss ich das verstehen? Ja, ich gehe jetzt in den Krater, damit ich meine Ruhe habe. Ich gehe jetzt hinter die Deckung zu ihm. Stirb, stirb, stirb. Verzieh dich! Die Bruderschaft kommt reichlich spät, wie ich finde. Okay, du bist hinüber. Du bist der Nächste. Ach, ich gucke die ganze Zeit nach links, obwohl vor mir der Gegner ist. Nur weil er ein Bruderschaftstyp ist. Ja, lauf noch mehr hin und her. Machst du fein. Wenn jetzt noch mein Verbündeter treffen würde, wäre alles in Ordnung. Könnt ihr mir nicht vernünftig helfen und ich... Ich meine, seht euch das an, er läuft im Zickzack und es hilft ihm. Wenn ich im Zickzack laufe, macht das gar nichts. Okay, ich hoffe mal, dass ihr hier Versorgungssachen gebunkert habt. Elektronenladeteil, ja, 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 Raketen. Jetzt wäre noch ein Raketenwerfer nicht schlecht. Retter der Bruderschaft. Ist das ein Bruderschaftsvorposten? Ansonsten gehe ich nicht weiter. V. Soldat der Enklave. Dann frage ich mich doch, wie zur Hölle sind ihr hingekommen? Per Helikopter? Das ist eine ernste Frage. Ich meine, ich weiß das nicht. Ich hoffe mal, dass sie die Türme schon ausgeschaltet haben. Ich sehe nämlich gerade keinen. Ich habe leider keine Fernglasaugen. Manchmal werden die Gegner auch erst später geladen. Aber was ich jetzt mal machen werde, ich sehe gerade die Kisten hier. Lass mal Energie, Energiezellen, Energiezellen. Munition für ganz schwache Waffen brauche ich, auf jeden Fall. Es sieht so aus, als ob da keine mehr stehen, wobei ich mir bei dem Ding da nicht sicher bin. Jetzt bin ich's, es ist kein Gegner. In die Richtung sind dennoch zwei Gegner. In diese Richtung genau einer. Und in diese Richtung genau einer. Ja, das ist einer von ihnen. Man erkennt aber auch echt nichts. Okay, da ist nichts mehr. Ich glaube, das ist noch einer. Ja. Naja, wenn ihr sehen könntet, wie nah ich am Bildschirm dafür bin.
Man, die sieht man aber auch beschissen. Ist das der Turm, wo ich hin muss? Ja, das ist der Turm. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Aber ich wette, dann geht's noch ganz, ganz viel. Geht's noch ganz, ganz weit in der Story von Sachen, die ich nicht erwarte. Und dann haben wir die 500. Folge. Okay, Brennstoff für den Flammenwerfer. Aus der Hilfekastenteam brauche ich. 1, 2. 2 von 3 dürfen wir uns genehmigen. Nein, den nehmen wir nicht. So, wir machen einen Quicksave. Stellen uns hin, laufen hoch und sehen, was uns jetzt wieder Negatives erwartet. Da hinten ist noch ein Geschützturm. Ja. So macht das Spaß. Ach, man soll schießen. Kritischer Angriff, bla. Ach, der ist schon kaputt. Okay, hier geht's eigentlich rein, aber wir machen erstmal Ordnung hier. Wir wissen nicht, über welchen Weg wir flüchten müssen. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Da ist noch einer. Auf jeden Fall glaube ich das mal wieder. Ja, eindeutig. Lass! Rechte Maustaste. Geht doch. Ja, ich weiß, du kannst mich anschießen. Jetzt bist du hinüber. Und ich habe meine Ruhe. Was für ein riesiges Gebiet. Naja. Wir machen eiskalt weiter. Wir machen nochmal einen Save. Speichern. Okay, welche Waffe? Welche Waffe? Das ist jetzt echt eine starke Auswahl. Ich sage Plasmagewehr. Wir sehen uns drin. Ach ja, ich sehe keinen Gegner auf meinen Anzeiger. Aber ich denke mal, das ist ein ganz mieser Fake. Ja, wir verpulvern jetzt mal alles, was wir haben. Stealth Boy. Wir nehmen die Tesla-Kanone, dass sie viel Schaden macht mit dem ersten Schuss. Kritischer Schleichangriff auf den Kopf macht sowieso sehr viel Schaden. So, Gefahr. Ich kann mich nicht mehr tarnen, was soll denn das? Ja, toll. Achtung, feindliche Einheiten in der Nähe. 5, 5, 5. Wir haben echt nicht mehr viel zum Heilen. Er hat eh nur eine Gatling Gun, von daher ist das nicht schlimm. Okay, noch ein goldener Schuss. Sprung! Okay. Diese Roboter kenne ich noch gar nicht von dem Design her. Auf jeden Fall habe ich keinen in Erinnerung. Sondern hier ein Globus. Einen merkwürdigen Globus. Oh, Rettung. Auch wenn es nur ein Stimpack ist, ist immer eine Rettung. Ja, jetzt heißt es natürlich lesen. HMJTUGFMZCHOVTGLGUVA. Und jetzt wird schwierig. Und das durch ein Fernrohr. Schlecht. Ein Geheimknopf. Nein, ein Toilettenpapierhalter. Leer. Jedes Mal, wenn wir beschädigt sind, werden wir zu diesem Waschbecken zurückkehren. Das verspreche ich euch. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist verdammt gut. Hallo. Heckenschützengewehr. Wieso platzieren die das hier? Munition dafür wurde auch platziert. Obwohl die Dinge eigentlich total schwach sind. Oh, du hängst gut. Ich habe uns zuerst gar nicht gesehen. Sollen wir das mal... Vielleicht sollten wir mal das Licht ausmachen, wenn wir gestellt vorgehen wollen. Adams Air Force Base. Adams Air Force Base. Hier geht's wieder nach draußen. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, aber das sieht nach einem geschlossenen Turm aus. Da sollen wir wahrscheinlich ran, aber mich interessiert gerade mehr die Aussicht. Ich denke, sie wollen vermeiden, dass wir hier irgendwas machen. Laderampe der mobilen Plattform öffnen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Plattformkontrolle kontaktieren. Keine Ahnung, was das ist. Nicht verfügbar. Vertibird Flugkontrolle kontaktieren. Nicht verfügbar. Okay, das bringt uns alles nichts. Wo müssen wir jetzt hin?